Hallo, mein Name ist Jim Panzer und ihr seht die neue Serie Ghost Noob. Ja, was ist das Ganze jetzt schon wieder für ein Scheiß? Ehrlich gesagt, ich spiele in letzter Zeit ein bisschen häufiger Call of Duty, als ich das zu Battlefield 3 Zeiten noch gemacht habe. Um es genau zu sein, direkt zum Start von Call of Duty Ghosts habt ihr mich ja animiert, das ganze Zeug schon zu kaufen bzw. Ghosts vorzubestellen. Habe ich dann auch gemacht und das ist jetzt im Prinzip das Resultat daraus. Das heißt, in meinem ersten Livestream war ich noch richtig schlecht, also da habe ich noch nichts auf die Reihe bekommen, kannte mich auf den Maps noch nicht aus. Jetzt habe ich ein paar Stunden gespielt, speziell jetzt letztes Wochenende, also um genau zu sein, sogar am Sonntag, also vor ein, zwei Tagen, je nachdem wann dieses Video hier erscheint, habe ich richtig Gas gegeben. Also da habe ich keinen Bock gehabt, mit anderen Leuten zu zocken, war auch nicht auf dem TS, habe mich von meinem Clan ein bisschen ferngehalten und habe einfach zwischendurch immer mal so ein, zwei Stunden Call of Duty Ghosts gezockt und einige Sachen für mich rausgefunden und freigeschaltet. So, was ist Call of Duty Ghost Noob denn jetzt überhaupt für eine Serie? Das wird mein, ja, ich sag mal, Weg zu einem besseren Spieler sein. Und ich werde immer zwischendurch natürlich auf euch hören. Also alles, was ich so an Tipps und Tricks in den Kommentaren lese, das freut mich natürlich, wenn ich irgendwie was falsch mache oder auch in den Videos jetzt hier falsch zum Besten gebe. Ich kann jetzt nur erstmal eins sagen. Also das, was ihr jetzt hier seht, ist ganz kurz frisch, ganz, also quasi fast schon in Echtzeit aufgenommen. Also ich habe es jetzt im Prinzip vor 10 Minuten hier mal eben kurz runtergespielt, um zu gucken, ob das, was ich gestern Abend erspielt habe, für mich nur so ein, ich sag jetzt mal, ja, so Zufall also gewesen ist. Und nein, ich bemerke bei mir schon, dass ich deutlich besser werde. Natürlich kann ich mich jetzt nicht mit den COD-Pros da draußen irgendwie messen. Das ist mir auch klar. Mir ist auch klar, dass wenn ich jetzt zum Spielen einlade, dass der Großteil von euch natürlich immer besser sein wird. Und ganz ehrlich, das soll auch so sein. Ich bin nämlich nicht darin interessiert, in Call of Duty der Oberpro, der Oberheld überhaupt zu werden. Und diese Serie bezieht sich oder richtet sich in allererster Linie wieder an den durchschnittlichen Spieler mit immer mal so ein paar kleinen Tipps und Tricks von mir, was ich jetzt für mich rausgefunden habe oder was ihr mir empfohlen habt, und genau das wird es sein. Also Ghost Noob ist im Prinzip einfach nur so eine Art Videotagebuch von meiner Story in Call of Duty Ghosts, wie ich da besser werde, wie ich da mich ein bisschen besser orientieren kann und wie das Ganze so bei mir angekommen ist. Und damit fangen wir auch schon mal direkt am Anfang an. Also zuallererst mal, das Gameplay habe ich jetzt mal mit meiner EVA-Media Live Gamer Portable aufgenommen. Das werde ich in Zukunft, da werde ich demnächst wahrscheinlich sogar in den nächsten Tagen nochmal ein spezielles Video auf meinem Kanal zu veröffentlichen, wie man damit aufnehmen kann, wie einfach, wie schwer, was für Vor- und Nachteile diese Karte oder beziehungsweise dieses USB-Teil mit sich bringt. Es ist im Prinzip der direkte Konkurrent zu der Elgato, die ich noch nicht habe, also die will ich mir auch nochmal besorgen und in die Finger kriegen wollen, um da so eine Art für mich Gegenüberstellung zu machen, und das werde ich natürlich dann auch nochmal für mich auf meinem Kanal als Video rausbringen, je nachdem wie das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert, denn ich denke, die EVA-Media hat auch ein paar Nachteile, die man einfach nicht verschweigen darf. Aber da es jetzt hier darum nicht geht, da müsst ihr einfach noch ein paar Tage warten. Hier geht es ja nur um Call of Duty Ghosts. Ansonsten anschließen, im Prinzip ein paar Sachen einstellen und dann kann man sofort mit den Geräten aufnehmen. Das wird bei EVA-Media genauso sein wie mit Elgato auch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht es hier um Call of Duty Ghosts. Ich habe es hier gezockt und vor ein paar Tagen habe ich die Newsmeldung oder überhaupt in den Foren so ein bisschen mitbekommen, dass man jetzt diesen FOV-Changer jetzt wieder benutzen kann. Und ganz ehrlich, das finde ich super geil. Ich habe mir das Teil runtergeladen und das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, falls ich da falsch informiert bin, sagt mir bitte in den Kommentaren, man muss wohl das Spiel dann immer über diesen FOV-Changer starten, also sprich das Ganze wie einen Launcher benutzen. Ansonsten ist der FOV immer wieder zurückgestellt, und wer jetzt nicht weiß, was FOV bedeutet, also FOV, das steht für Field of View. Und damit ist natürlich gemeint der Blickwinkel, den man hier im Spiel hat. Also das, was man hier sieht. Der Original-FOV steht, meine ich, auf 60. Das ist relativ wenig. Das ist auch so, ich sag jetzt mal, Konsole-Standard, wenn ich das so weiß. Ich spiele es aber auf dem PC. Und da zocke ich fast alle, oder 65. Ich kann mich jetzt vertun, also nagelt mich da nicht drauf fest. Aber ich spiele meine Shooter am liebsten mit einem FOV von FOV. Entschuldigung, ich will immer W sagen. Das ist natürlich falsch. Das heißt natürlich Field of View, also FOV mit 90. Dadurch hat man ein etwas breiteres Sichtfeld und Sachen, die weiter weg sind, werden natürlich dadurch auch ein bisschen kleiner. Das heißt, das
wenn man es zu stark einstellt, auf einen FOV von 110 einstellt oder 120 sozusagen, dann werden die Objekte, die ein bisschen weiter weg sind, die man mit einem FOV von 60 oder 65 ganz normal sehen würde, sind auf einmal klitzeklein. Deshalb finde ich, ist 90 ein richtig guter Wert. Ich kenne auch ein paar Leute, die schwören auf den 95er FOV. Ich persönlich spiele Crysis und, Crysis kann man glaube ich sogar nur auf 80 spielen, aber ist auch egal. Also ich spiele auf jeden Fall Battlefield mit einem FOV von 90 und Call of Duty über den FOV-Changer natürlich damit auch. Wenn ihr das auch machen wollt, findet ihr das einfach, wenn ihr bei Google danach sucht, FOV-Changer Ghosts nachsuchen, findet ihr sozusagen sofort. Und jetzt endlich nochmal ein paar Sachen zu Call of Duty Ghosts. Meine Güte, ich habe schon wieder irgendwie viel zu viel rundrum gelabert, aber das ist natürlich in der ersten Folge von der Serie Standard. Also, ich habe hier gespielt mit der Waffe Honey Badger, mit dieser panzerbrechenden Munition, keine Ahnung, ich vergesse die Namen immer, dann mit dem Frontgriff, der das Ganze noch so ein bisschen stabiler halt irgendwie hält. Und das Einzige, was ich sonst noch gekauft habe, ist die Semtex-Granate und die beiden Perks. Ja, jetzt hört es wieder auf. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Perks heißen. Das eine ist auf jeden Fall Totenstille und das andere ist der Counterpart. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, ich wollte mir hier so eine Klasse erstellen, mit der man völlig lautlos, also mehr oder weniger völlig lautlos, sich bewegt. Das heißt, man soll keinen Schuss hören und man soll sich lautlos bewegen. Dafür ist ja dieses Totenstille da. Und das Gegenperk ist dann dazu da, dass man die feindlichen Schritte hört, wenn der Gegner halt Totenstille selbst benutzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Schritte lauter dargestellt werden, also die feindlichen Schritte. Dadurch kann man sich viel besser orientieren und viel besser hören, wo sich die Gegner gerade bewegen, wo sie herlaufen etc. Und was soll ich sagen? Diese beiden Perks in Kombination finde ich persönlich richtig gut. Ihr könnt mir gerne eure eigenen Perk-Empfehlungen in den Kommentaren wieder zum Besten geben. Ich lese mir das natürlich durch und gehe da auch drauf ein bzw. probiere das dann für mich aus. Aber in dieser speziellen Klasse, wo ich hier mit dieser Honey Badger, die also schon so einen eingebauten Schalldämpfer hat, das ist im Prinzip wie die S-Wahl aus Battlefield zu sehen. Da braucht man das natürlich nicht. Und ansonsten würde ich sagen, für die erste Folge ist das schon mehr oder weniger Tipps und Tricks-Ecke genug, um das einfach mal auszuprobieren. Ich werde demnächst noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wie gesagt, das hier wird im Prinzip so eine kleine Serie, wo ich ein bisschen meine Erfahrungen zu Call of Duty zum Besten gebe, wo ich erzähle, womit ich Vorteile hatte oder Nachteile für mich bemerkt habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch wieder darauf einlasst und wenn ihr natürlich auch hier in den Kommentaren schreibt, wie euch Call of Duty gefällt, wie ihr da ganz gut performt und mir natürlich auch immer zwischendurch ein paar Sachen empfiehlt, die für euch einfach gut funktioniert haben. Das probiere ich dann auch gerne aus, aber es gibt hier kein Voting oder kein irgendwas, dass ich es dann auf jeden Fall mache. Das ist dann halt nach Lust und Laune, beziehungsweise was dann für mich Sinn macht oder halt auch gar keinen Sinn macht. Das kommentiere ich dann. So, wir sind hier schon kurz vor Ende des Videos. Eine Minute habe ich jetzt leider noch. Was heißt leider? Ich habe jetzt halt hier noch eine Minute und meine allerersten Eindrücke von Call of Duty Ghosts waren ja erst nicht so gut. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass wenn man es ein paar Stunden am Stück gespielt hat und man sich so auf dieses Spielgeschehen eingelassen hat, dann merkt man, dass man relativ schnell stirbt, dass die Karten doch etwas weitläufiger sind. Das sind auch Sachen, die ich schon in meinem letzten Video dazu gesagt habe. Und wenn man sich dessen bewusst ist und seinen Spielstil dann dementsprechend ein bisschen anpasst, also ruhig mehr, ich sag jetzt mal, auf dem patrouillierenden Abschnitt hier unterwegs ist und nicht versucht, da immer nur nach vorne zu rushen, dann wird man als Anfänger wahrscheinlich merken, dass einem Call of Duty Ghosts nach kurzer Zeit auch richtig Spaß machen kann. So, das soll's für diesen Moment gewesen sein. Ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video. Dann wahrscheinlich mit der nächsten Anmerkung oder beziehungsweise mit dem ersten Trick, den ihr mir schon wieder hier in den Videos verraten habt. Also, probiert das ruhig mal aus, ändert die Perks, also holt euch das Totenstille und dieses Gegenperk, was ihr da unten seht, das mit dem Dingens da unten. Ihr wisst schon, ihr wisst besser, wie das heißt. Ich kann es mir einfach nie merken, wie dieser Scheiß heißt. Und jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Scores. Ihr werdet es gleich sehen, für meine Verhältnisse ist das für Call of Duty schon richtig, richtig gut. Und deshalb werde ich Call of Duty Ghosts natürlich auch weiter zocken. Und wir werden das Ganze auch live dann demnächst nochmal wieder gegeneinander spielen. So, mein Name ist Jim Panzer. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video. Haut rein und habt eine schöne Woche.